Hallo, hier ist wieder Martina Hofmann von Professional Beauty bei Martina. Heute möchte ich euch gerne mal mein Microneedling-Gerät vorstellen. Das seht ihr hier schon stehen von Revidem, der Skin Needler. Microneedling gehört ja zu den effektivsten Behandlungen auch im Kosmetikbereich. Wir nutzen dadurch die Eigenregeneration der Haut. Kollagene und elastine Fasern werden neu gebildet. Aber wir können damit straffen, wir können Aknehaut behandeln, eine unreine Haut oder auch eine hochsensible Haut. Je nachdem, welche Formula wir zum Niedeln benutzen. Das kommt ganz darauf an, was wir erreichen wollen. Durch das Microneedling wird die Haut auch ebenmäßiger, glatter, feiner. Das sieht man schon nach der ersten Behandlung. Am besten erreicht man Ergebnisse oder die besten Ergebnisse erreicht man mit einer Kur 6-mal im Abstand von 2 Wochen. Dann arbeitet die Haut danach auch noch sehr lange nach und verbessert sich auch im Nachgang noch. So, jetzt zeige ich euch mal das Gerät so ein bisschen von der Nähe. Das sind die Aufsätze, die benutzt werden. Die sind steril verpackt, das muss so sein. Die werden erst geöffnet kurz vor Behandlung der Kundin, werden dann aufgesetzt. Und hier ist das Gerät, das Microneedling-Gerät, das sieht man auch hier. Hat eine Einstellung von 120, das ist die Stichgeschwindigkeit. Die Stichtiefe der Nädelchen wird hier am Handstück eingestellt, das sieht man jetzt auch, das kann man verstellen. Am Gesicht arbeitet man in einer Tiefe von 0,25 bis 0,5 mm. Dass das auch immer sehr gleichmäßig geschieht mit dieser Stichtiefe, dass wir da nicht durch das Führen des Gerätes über die Haut und den Druck in verschiedene Tiefen kommen, dafür sorgt ein Abstandhalter, der wiederum auch hier verpackt ist. Das seht ihr vielleicht, dieses Teil, was so ein bisschen durchsichtig aussieht, das wird über den Nadelkopf geschoben und somit ist garantiert, dass wir die voreingestellte Einstichtiefe nicht verlassen während der ganzen Behandlung. Die Einstichtiefe richtet sich eben auch nach der Empfindlichkeit der Haut, was wir für eine Haut haben, wie empfindlich die denn ist. Und das besprechen wir aber alles mit der Kundin im Vorfeld. Die Kunden fragen immer, ob das eine schmerzhafte Behandlung ist. Also meine Kunden generell sagen nein. Es gibt ein, zwei Stellen, die ein bisschen unangenehm sind im Gesicht, so direkt unterm Auge, weil wir können direkt unterm Auge behandeln. Das ist ein kurzer Moment, der so ein bisschen unangenehm ist, aber bis jetzt sagen alle Kunden, es ist keine Behandlung, wo man sagen muss, oh nein, die möchte ich nicht machen, weil sie sehr schmerzhaft ist. Ja, das dazu. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne kontaktieren im Studio. Wenn ihr weitere Fragen zur Behandlung habt oder eine Behandlung buchen möchtet, ruft mich an. Ich gebe gerne Auskunft, bucht Termine. Es ist eine super Behandlung, die auch in der Sommerzeit gemacht werden kann, wo man ja zum Beispiel bei anderen Anti-Aging-Behandlungen wie einer tiefen Schädelkur mit Peelings Abstand nehmen muss. Also, ich freue mich auf Ihren Anruf, bedanke mich, tschüss!